So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Guckt euch das an, ich habe mir eine Rhea Ripley Frisur gemacht. Wieder mal, dass es nicht so rumfliegt. Die hat ja auch so eine Glitchmatte. Kennst du Rhea Ripley? Genau, du guckst schon wieder, wie, was ist denn los? Ist wohl jetzt am Start, guckt euch den an. Ich bin dabei. Ja, Hannes ist natürlich auch wieder immer am Start. Ich bin immer dabei. Moin. Moin, moin. Also pack mal aus den 5. Wir haben natürlich, weil der Ispo morgen Geburtstag hat und wir heute ein bisschen reinfeiern wollen und heute Abend noch Wrestling kommt, haben wir gedacht, wir haben uns so ein schönes Basketballspiel organisiert. Da steht nämlich Trinkspiel Basketball. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Da ist ein Korb, da ist eine Unterlage, da ist ein Gläschen. Und das wollen wir jetzt mal auspacken und eigentlich aufbauen und dann irgendwie gucken, dass wir damit spielen können, ja. Komm, film doch mal, wie ich das auspacke. Also, hier ist das Brett. Ja. Das ist ja voll professionell. Da ist Basketballkorb. Mit Korb. Hier sind die Stammball. Die Stammball. Die Stammball. So, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du machst das. Ich nehme so lange den Basketball. Ja, lass doch mal. Der ist voll cool. Der ist nämlich fluffy. Der sieht aus wie sonst was. So, baust du zusammen, genau, der ist da ist so ein Sauger schon. Dran. Ein Sauger, damit das schön da steht. Dann eine. Wie bei Schluff. Da willst du nicht hier den Dings oben erstmal. Weil das hier ist ja wieder. Das ist ja was anderes, ne? Ja, jetzt lass du erstmal gucken, eins nach dem anderen. Ja, mach mal oben, ich guck ja nur, was du machst. Gleich macht's klirren, alles ist ab. Na, das ist schon. Das ist schon behindert, ja, also. Hm. Ja, da ist schon drauf, vielleicht muss das gar nicht so fest. Das liegt jetzt hier auch und jetzt muss nur noch der Stammballtrinker am Start sein. Durchgecrackt. Alter Schweizer, guck dir das an, einfach nur tsch, falsche von der Seite. Falsche Seite, so sieht das aus. Ja. So. Das hält jetzt oder was? Das sollte eigentlich halten, ja. Das sieht doch gut aus. Jetzt ist hier der Basketballkorb, da sind die Stammballs. Und wie baust du das jetzt hier zusammen? Da muss ja der Ball dann drauf liegen. Und dann schnippt man da so hoch. Ja, genau. So geht es. Perfekt. Ja, toll, der fliegt. Das ist ja richtig. Der Ball muss doch wegfliegen. Ja, aber da fliegt der da hoch oder was? Das ist ja total dumm. Nee, das ist echt. Wo steht denn das bei dem Spielbrett? Steht das hier drauf oder steht das davor? Nee, das passt genau davor. Wie ich so. Passt perfekt. Nee, das steht davor. Guck. Ja, aber das geht ja nur so. Da, so. Ja, ich sag doch nichts dagegen, nur dass man von hier schießt. Und das steht da drauf. Wunderbar. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was wir machen. Komm, ich fang mal an. Wir haben uns nämlich Getränke besorgt. Der will einfach schießen ohne irgendwas. Wir haben uns Getränke besorgt. Wir haben gesagt, dass wir sowieso dafür, jeder sucht sich eine Flasche aus. Ihr wisst alle, das Lieblingsgetränk vom Iswo ist Pfeffi, Pfefferminz. Deswegen hat sich der Ispo hier den Pfeffi besorgt mit 18%. Als wir beim Hannes waren, haben wir in München immer mal einen Stammball abends getrunken von dem Wodka. Hier dieser Jelzin mit 37,5. Das ist Hannes Getränk. Und ich, weil wir in letzter Zeit so oft beim Griechen waren und der Grieche einen immer Uso andreht, habe ich mir hier einen Uso rausgesucht. Sieht also auch aus wie der Wodka vom Hannes. Jeder hat jetzt ein Getränk und ich würde sagen, wir fangen mit der kleinsten Runde an. Wir schenken einfach mal jedem einen Grün ein. Und dann sind ja die Spielregeln eigentlich so. Wer trifft, hat Glück und wer daneben schießt, der muss einen trinken. Wo ich schon 10-mal gesagt habe, dass das voll dumm ist, weil wenn der Ispo Durst hat, der schleudert er den Ball sowieso da oben hin aufs Dach, nur damit er einen trinken kann. Und je mehr er trinkt, desto schlechter kann er ja treffen. Also trinkt er, schießt er dann wieder daneben und wieder. Und dann irgendwann, ja, deswegen, keine Ahnung, was das für ein Trinkspiel sein soll. Eigentlich müsste man da was reinfüllen, was richtig eklig ist und was keiner trinken möchte. Damit man sich anstrengt, komm, zu treffen. Ja, da fliegt es mir jetzt gleich in die Schnauze, oder? Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Bist du bereit? So, ich sehe das gar nicht, ob das jetzt da reingeht oder nicht. Ja, filmst du? Ja. Ah, daneben. Zack. Ja, das ist auch gar nicht weggeflogen diesmal. Wie, ist weg oder was? Scheiße. Jetzt müssen wir auch noch was schneiden oder was? Wo ist denn jetzt der Ball? Da, hier. Bei
am Rucksack. Rucksack. Ich dachte, er ist dahinter in das Ding geschossen. So, also erster daneben, das heißt jetzt trinken oder was? Ja, kannst du direkt eintrinken, ne? Ja, gut. Also denn. Da hat er sich ordentlich jetzt den Trinkspaß, ey, ja, das macht ja richtig Freude. Ich glaube, das war irgendwie mit dieser Challenge, mit dieser Schärfe-Dings. Das war anders. Da hat doch Spaß gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon irgendwie doof. Nein, das ist gut. Hannes, du bist Hannes, dran. Viel Spaß. Ja, genau. Ja. Pack's mal zur Seite. Mal müssen wir mal hier stehen lassen, gucken, ob der Hannes trifft. Machen, danke. Schön mit Gefühl. Ja, häng dich ran. Danke. Und? Ja, das war nichts. Hannes muss trinken. Ein Schuss in den Ofen. Oh mein Gott. Das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt so. Kommt der Moderator der Sendung. Das passt gar nicht auf den Tisch drauf, so, ja. Wo ist denn das hier? Sieht man den Korb überhaupt? Ich weiß es nicht. Machen wir was nach vorne hier. Da hast du ja die Hand drauf. Hier hast du Ditte und dann. Nix. Das, was ist das denn? Du musst auch richtig durchziehen. Ja, wollte ich doch. Ich hab das erste Mal gedrückt, gell? Das ist normal. Das heißt, die Pfeffi-Runde war total, aber das es ist ja auch klar. Oh, komm mal, wir machen mal bitte den Uso als nächstes, weil... Ja, das ist mir lieber, ja. Den... Wie heißt der? Anischnaps. Schnambo. Den Wodka, den mag ich nämlich gar doch, nicht. Doch, der schmeckt dir. Also seht ihr, da haben wir also was, wenn der Wodka dran ist, dann muss ich unbedingt treffen, dass ich den nicht trinken muss. Bis dahin habe ich jetzt noch eine Runde Zeit, ein Gefühl für die Schusskraft zu kriegen. Das ist doch Quatsch, in München hat es ja doch geschmeckt. Da habe ich immer was danach getrunken, damit ich nicht brechen muss. Aber das ist doch der Sinn des Spiels jetzt. Dass man bricht. Dass ich treffen muss, damit ich eben nicht den Wodka das trinken Quatsch muss. Das ist für ein Spiel. Hey, das heißt ja, du schießt absichtlich daneben, damit Nein. du alles trinkst, oder was? Du sollst doch aber versuchen zu treffen. Ich damit war noch der, wo am meisten Heu getroffen hat. So, ja, Achtung. Weil du halt immer reinbummst, wie sonst. Guck mal. Voll fast abgeschossen. Das war schon der Beste bisher. Abgeschossen. Ja, komm, dann trink gleich mal ein, wenn du schon so gut geschossen hast. Ja, so denn. Jetzt ziehst du wieder zum Hannes. Oh, Gott. Einmal für den Hannes. Hier ist dein Balles. Hier gucken wir wieder so hier rein. So. Ihr habt immer so schöne Perspektiven. Da muss man gar nichts machen. Oh, fast. Sacre bleu. Aber nur fast, ja. Also. Prost. Ich kann ja, wenn ich eben zu wenig habe, mache ich einfach jetzt zu viel und dann passt das wieder. Hier ist, wo du kannst, man muss mal gucken, wo das ist. Ist das wirklich so gut? Ich schieb die mal auf deine. Ja, was? Du musst schon werfen vorher. Vorher werfen und dann schieben. Ich meine, ihr macht jetzt ziemlich doll. Ich hätte mal gucken müssen, wie weit ihr das runterdrückt, ja? Nix, ach was? Ein bisschen mehr. Jetzt weiß ich's. Beim dritten. Der dritte klappt, ich sag's dir. Der dritte klappt. Aber ist egal, das ist Uso, den wollte ich ja trinken. Und man hat sich rangetastet. Schmeckt wieder nicht wie beim Griechen. Weil der nicht kalt ist. Doch, das heißt, wir müssen in der dritten Runde leider Jelzin aufmachen. Ist wo der ist wo gut. Jetzt erst recht wieder daneben wirft. Hey, ich habe immer noch nach dem Hannes die besten Trefferquoten. Ja, das war ja auch noch kein Jelzin dran jetzt. Aber jetzt kommt der Jelzin und guck, und das der Basketballkorb ist auch dabei. Und deswegen macht er da so mit. Sag erstmal, wie viele Runden wir überhaupt machen. 37,5 Runden machen wir, genauso viel wie das Ding ist. Na, wir werden zwei Durchgänge mal machen. Da hat im Endeffekt jeder dann, wenn die Kamera aus ist, wird noch mehr gerundet. Da sag ich, nein, wir müssen ja jetzt erstmal hier. Aber Wodka ist halt nicht meins, ich weiß nicht. Der Wodka hat dieselben Prozent wie der Uso. Aber den Uso, den kann ich reintrinken und beim Wodka habe ich jedes Mal so einen Wirkreiz. Das ist ja, das geht mir mit dem Uso so, weil ich mag dieses Anis-Zeug nicht dazu. Ich mag dieses Anis. Das Anus-Zeug. Du hast letztens gesagt, du würdest gerne einen Wodka mit uns trinken. Ja, mach ich doch. Guck, gezwungenermaßen. Ist das doch immer so. Hier, jetzt schieß mal wieder das Ding hier weg. Vorsicht. Ich bin hier und fange es auf. Ja, warte, Konzentration. Ja. Boah. Was ist das? Verschossen. Ist ja auch wieder der Nippel abgebrochen.
Ja, da kannst du ja jetzt eine Wodka das trinken. Das war mal ein Schuss in den Ofen. Ja, aber nee, der ging über den Ofen. Aber sei doch froh, stell dir mal vor, du hättest jetzt getroffen. Dann hättest du gar keinen. Hat noch keiner getroffen. Dann hättest du gar keinen trinken dürfen. Ich glaube, das ist auch eine Chance von 1 zu 1 Million, dann überhaupt es trifft. Das ist ja, deswegen betrinkt man sich ja, deswegen heißt ja Trinkspiel. So ist, wir müssen erst warten, bis du getrunken hast. Nicht, dass du ja heimlich cheatest, ne? Das ist ja. Da, also da, auf geht's. Da, auf geht's. Denk dran, er hat morgen Geburtstag. Schreibt schon mal alles Gute in den Chat. Was für ein Chat. Bis das Video rauskommt, ist es nächstes Jahr und ist er wieder ein Jahr älter. So, Hannes schießt. Ich gehe schon mal hier hin, damit er nicht weghüpft. Aber wieder an den Ring, ne? Also. Ich bin ein Ringer. Hannes, der Ringer, genau. Live in Action. Prost. Dann gönn dir. Zack, der ist weg. Hier hast du wieder den Monokel. War vorhin schon gut. Ich muss es wieder ein Stück zu dir packen. Ich hab's gespürt, dass das kommt. Hier entsteht Spannung. Ja, sehe ich hier. Was ist das denn, Mann? Der war wieder zu niedrig. Noch mehr Spannung muss sein. Kein Gespür für die Nase. Ja, noch mehr Spannung. Also Prost, ein Wodka. Ohne Energy. Komm jetzt her. Hä, wieso? Das ist doch aber dein Lieblingsgetränk. Nee, ich meine mit Uso. Dem Uso. Mit dem Uso. Obwohl, den Hannes habe ich beobachtet. Wenn er einen Stammball mal getrunken hat, da hat er sich auch mal einen Schluck Energy hinterher gegönnt. Natürlich. Und als ich das gemacht habe, da habe ich gleich die ganze Flasche getrunken. Da merkst du diesen ekligen Nachgeschmack nicht. Aber der ist wohl, der ist eh der härteste. Er nimmt einen Stammball und sagt, der ist ja richtig gut. Der Hannes trinkt nach. Im Gegensatz zu dem anderen Wodka. Ich trinke nach und der spielt einfach Basketball wie ein richtiger Hund. Weil, passt das so? Achso, das bin ja ich. Ja, okay, dann. Bereit? Halt so, ich fange das dann auf, wenn es kommt. Nein. Oh, fast. Wenigstens ist der Ball nicht mehr geflogen. Der Ring. Ja, das heißt, Gesundheit, du darfst trinken. Also, Pfeffi-Runde. Ey, man könnte ja so lange spielen, bis einer trifft. Was wahrscheinlich gar nicht passiert. Aber doch, nach 100 Mal kommt dann einer. Nicht einmal das, glaube ich nicht. Hauptsache, ich muss immer auf, muss immer hier nach. Dass da noch jemand trifft, das glaube ich nicht. Hey. So. Das bezweifle ich, dass da noch jemand trifft. Nix. Und wieder drüber geschlabbert. Ja. Das Spiel ist extra so, dass das du viel trinken Teil musst. Meinst du? Klar. So wie die da in den Losbuden immer nur Nieten reinpacken und du noch mehr kaufst und noch mehr und dann kein Geld mehr hast und dann ist da gar nichts drin. Meinst du, wie beim Monopoly, McDonald's Monopoly, ja? Nee, bei Junior. Dass das so, jetzt ist es erst eingerastet, jetzt funktioniert das ganz anders. Guckt euch das an, jetzt fliegt es auch nicht weg. Mach nochmal. Ich hab die ganze Zeit falsch gemacht, ist das geil. Quatsch, das war richtig. Hat's bei dir geknackt vorhin? Wir haben voll verkackt, haben wir es. Ja, das will ich jetzt sehen. Nee, da hat das jetzt eine ganz andere Spannung. Ja, trefft. Er trifft jetzt. Treff. Ich muss bis runter auf meinen Finger. Nix. Hä, das war zu niedrig, ich war schon bis hier. Ich glaube, ihr habt recht, dass man gar nicht treffen kann. Außer du tust deinen Finger nicht darunter legen, sondern es wirklich bis zum Boden. Vielleicht ist das auch das, wie man das machen soll. Wir sind jetzt eine Runde durch, kannst ja, es sind meine Tipps, musst du nicht nehmen. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt will ich sehen, ob du heute mach die bist. Dose auf. Kann ich ja jetzt probieren, wenn es nicht klappt. Es ist ja eh nur der Uso. Ja, schenk erstmal die neue Runde ein. Ach so, ja. Dann starte ich Uso. Schon mal. Die Aufbauten. Ja, eigentlich müsste es ja jetzt logisch sein. Wenn ich wirklich bis unten war, wo mein Finger liegt und es trotzdem noch zu niedrig war, dann müsste ja das Stück, wo der Finger war, der Rest ausreichend sein, um es bis hoch zu schießen. Quatsch. Also Quatsch, das ist einfacher für sich. Ja, okay, dann tu mal, du Physiker, tu doch mal treffen gleich. Ja, aber jetzt ist ja das Problem, jeder Finger ist anders. Also manche Finger sind dünn, manche Finger sind dick. Deswegen, also bei meinem Finger hat es genau gereicht. Hannes hat's gut, er hat den größten. Also jetzt passt. Shot.
Jetzt nicht auf. Finger. Warte, ich muss fangen. Jetzt pass auf, wie man das macht, richtig. Okay, Iswo schießt. Wie hast du das jetzt so hochgeschossen? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist Physik, versteht ihr? Da ist aber der Physiker, guck dir ja. So eine Scheiße. Ja, die Erdkugel am Kürbis. Ja, dann tu dir keinen Zwang an, gönn dir einfach. Auf die Griechen. Auf die Usos. Also, auf die Griechen, die immer kochen, genau. Oh, jetzt, also nicht die Wrestler-Usos, auf die normalen. Die griechischen Usos. Was habt ihr? Hä? Muss er auf den Punkt, ja? Kann das sein, dass das immer zu woanders steht? Mach's doch fest mit dem Sauger. Ist das jetzt schief? Ja, das ist gut, so lass es ruhig. Ja, toll, da wird die manipulieren das die ganze Zeit. Das kriegt gar keiner mit, dass auch der Korb immer zu auf 7:30 hängt. Was schnackst du für den Scheiß? Und? Hoppa! Aber guck! Wo ist, Mars. Wo ist da was Physik? Das ist je echt. Mehr, ich sehe schon, je mehr man trinkt, desto höher fliegt der Ball. Weil man wird... Ja, man geht dann aus sich raus, man bringt mehr Kraft auf und schon fliegt der bis hoch. Ich hab dich am Kopf getroffen, jetzt bist du dran. Warte, ich muss kontrollieren. Also so war es nicht genug. Ist immer noch schräg. Also gehe ich das letzte Stück bis hier. Jetzt hab ich dich am Kopf getroffen. Jetzt hat er mich am Kopf getroffen, so ein Schlawiner, ey. Aber er ist höher gekommen, siehst du, ich hab doch gesagt, das Stück... Finger, was fehlt, hat es auf jeden Fall höher gemacht. Aber ich habe das Gefühl, der ist irgendwie zu leicht. Der müsste schwerer sein. Ah, wir müssen Stein nehmen. Wenn wir dann einen Kopf treffen, dann lohnt sich wenigstens. Wir haben ja noch 3 Shotgläser, die können wir ja hier reinstellen und dann wegschießen. Vielleicht soll das auch so sein, dass du das Glas hier reinstellst und dann wegschnippst und der andere fängt es dann mit dem Mund auf. Immer nur. Ist okay. Jetzt kommt die Jelzin-Runde. Die wird cool. Wir haben ja eh gesagt, wir machen 2 Runden. Oder bis wir treffen. Nee, also dann machen wir die Kamera aus und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, der Esel hat schon wieder seinen Korb umgeworfen. So, bitteschön. Wieso hast du den nicht stehen gelassen? Ich fand das schön, als sie stand. Immer so kurz die Perspektive ein bisschen gewechselt. Jetzt ist es komplett. Ja, was willst du denn? Man sieht den Hannes gar nicht mehr. Man sieht dich nicht. Man sieht das Spielfeld nicht. Man sieht den Hubschrauber nicht. Ja, guck, schenk halt ein. Guck, ich schenk mir immer am wenigsten ein. Ist, siehst du das? Das ist ein Lifehack. Wo alle sagen, boah, du hast schon 10 Shots gedrungen. Aber in Wahrheit war es nur einer. Ja, also komm, wo ist der Ball jetzt? Hier ist ja, ein Shot. Ich hab ihn gehört. Einfach zum Trinken direkt. Ja, jetzt du willst doch nur, dass ich deinen Kopf nicht treffe. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich habe das vorhin so gehabt. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gewundert, wieso sehe ich den Korb nicht. Aber der war auf deiner Seite. Aber jetzt ist es ja hier. Jetzt sieht man den Korb und man sieht mich und... Na! Geschossen! Der Korb hat nicht richtig gestanden, siehst du doch, deswegen, da kannst du gar nicht... Beim zweiten Versuch triffst du auch nicht. Man kann nicht treffen, das ist Spiel. Nur aus Spaß jetzt, guck. Hui! Jetzt, Hannes, du bist dran, komm. Man kann nicht treffen, aus Spaß gleich, nur mal trinken. Du trinkst, Hannes macht Späßchen. Genau. Aber den muss ich schon wieder auf, damit er nicht und das Auto voll immer zu. Hannes macht halt auch 2. Wenn du den zweiten triffst, dann musst du nicht trinken, wenn du den ersten daneben geschossen hast. Da ist er, da ist er, da ist er, vor dem Auto, ja. Vor dem Auto. Beim Reifen. Am Reifen ist er. Jetzt wollte ich bis zum Rewe laufen. Warte mal, probier nochmal, weil du hast jetzt gerade die Spannung in dir. Jetzt hast du ja das Feeling. Und das Gefühl. Nix. Und wieder drüber. Zu hoch. Yes. Zu viel Spannung drauf. Mach die Dose auf. Genau, jetzt machen wir es nämlich mal so, dann sieht man nämlich mal, wenn ich dir an den Kopf schieße. So eine Scheiße. Doch, das ist wichtig. So. Das war zu wenig. Das war zu viel. Also nehmen wir das dazwischen. War das? Ja. Ja!
Ich hab's nicht gesehen. Doch, er hat Volltreffer. Zeig die Wiederholung. Ich muss den Wodka nicht trinken. Weiß ich nicht, gibt's da? Er hat voll getroffen. Ich hab's nicht gesehen. Kannst du es nochmal machen? Hast du gehört? Physik. Hallo, kannst du es nochmal machen? Hallo, Physik. Ich hab doch gesagt, das war zu wenig, das war zu viel, also die Mittelwege. Und dann einfach wupp und dann ist es rausgekommen. Mach's doch nochmal. So, ich hab's euch wieder mal bewiesen, wer der Babo ist. Er braucht nur ein bisschen Physik, Köpfchen und vor allem eine Brille, dass ihr besser seht. Dann wisst ihr Bescheid, wie das ist. Den muss ich jetzt nicht mehr trinken. Das heißt, den stelle ich jetzt wieder zur Seite. Ich hab gedacht, super, zwei Runden, um die Basics drauf zu kriegen. Was willst du denn? Willst du mir jetzt den Ball? Erzähl doch weiter. Nein, wenn ich hab... danke auf jeden Fall, Ismo, für deine tollkühnen Basketballkünste. Danke an Hannes. Jo. Hat sich doch mega gelohnt, dieses super duper Spiel, oder? Spaß hatte ich noch nie, ne? Und so viel Shots in kurzer Zeit getrunken. Also, das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Toll. Und wieder umgefallen.